stehe ja hier jetzt nicht direkt, aber doch vom Kanzleramt und da kann sich ja jeder schon denken, worüber ich reden will heute. Angela Merkel macht ja genau das Gleiche eigentlich wie ich. Sie sitzt den ganzen Tag vorm Computer, telefoniert, redet mit Menschen und einmal pro Woche redet sie in eine eigens für sie aufgestellte Kamera. Okay, es gibt dann schon noch den einen oder anderen Unterschied, unter anderem, dass sie das wöchentlich macht und ich nur zweiwöchentlich. Aber ansonsten sind Frau Merkel und ich schon ganz schön ähnlich. Ich habe auch ein ähnlich sexy Dekolleté. Ja, auf jeden Fall, die Frau Merkel hat einen Brief geschrieben gekriegt, einen offenen Brief von 200 teilweise prominenten Künstlern, die sich darüber beschwert haben, dass der Schutz des geistigen Eigentums nicht ausreichend durchgesetzt wird. Also eigentlich, wenn man den Brief dann liest, beschweren sie sich darüber, dass die Vermarktung von geistigem Eigentum nicht ausreichend geschützt wird. Sie wollen so eine Art Protektionismus für ihr Geschäftsmodell CDs verkaufen. Dieses Geschäftsmodell läuft ja immer noch ganz prima der Musikindustrie, auch wenn die Umsätze zurückgehen. Wir müssen halt auch neue Geschäftsmodelle finden und nicht irgendwie nach staatlicher Hilfe schreien, was eigentlich immer nur die machen, denen nichts weiter einfällt. Die Frau Merkel hat ein paar Tage später, zwei, drei Tage später, als wenn das abgesprochen wäre, darauf geantwortet in ihrem Videopodcast, so nennt man das, wenn man einmal pro Woche in eine Kamera reinspricht, und hat unter anderem gesagt, dass Raubkopien kein Kavaliersdelikt sind. Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt. Ich weiß nicht, was Raubkopien sind. Ich weiß nicht, ob Frau Merkel weiß, was Raubkopien sind. Wahrscheinlich meint sie damit mit Raubkopien Dateien runterladen, an denen man nicht die Rechte hat, welche Rechte auch immer. Ich weiß es nicht. Niemand weiß, es ist ja so ein Kampfwort, das Raubkopien. Egal. Sie hat also das gesagt und dass das immer wieder deutlich gemacht werden müsste, dass Raubkopien kein Kavaliersdelikt sind. Und außerdem hat sie gesagt, dass man bestimmte Dinge nicht national lösen kann. Deshalb müssen wir dies im internationalen Rahmen machen, denn das Herunterladen von Computern ist eine Sache, vor der nationale Grenzen nicht schützen können. Denn das Herunterladen von Computern ist eine Sache, die nationale Grenzen nicht schützen können. Da hat sie recht. Also, ich weiß zwar nicht, was sie meint. Nochmal kurz zurückspulen. Denn das Herunterladen von Computern ist eine Sache, die nationale Grenzen nicht schützen können. Das ist schon natürlich ein Fehler. Kann man jetzt Frau Merkel nicht direkt ankreiden, weil Frau Merkel sagt ja meistens nicht das, was sie sagt, sondern das, was andere Leute für sie aufschreiben und dann an einem Teleprompter neben der Kamera läuft das dann ab und dann liest sie das ab und ist natürlich Quatsch. Weiß sie wahrscheinlich mittlerweile auch, dass es Quatsch ist, dass man Computer nicht runterladen kann. Und wie gesagt, wahrscheinlich meint sie, Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt. Und ich würde sagen, es ist doch so. Raubkopien sind ein Kavaliersdelikt. Ich glaube ja, dass der Download das Beste ist, was dem Künstler passieren kann. Deshalb bezahlen Plattenfirmen ja schließlich auch das Abspielen von Musik, von Liedern im Fernsehen, im Radio und fördern das, damit die Künstler bekannt werden. Genauso kann man ja auch die Aufzeichnung von MTV oder das Aufzeichnen von einer Radiosendung auch als Download bezeichnen. Und ist das auch kein Kavaliersdelikt? Also ich glaube, Raubkopien oder das, was die Leute meinen, Raubkopien nennen zu müssen, ist ein Kavaliersdelikt. Und viel wichtiger wäre vielleicht, was wirklich für die Künstler zu tun. Denn es geht gerade um junge Künstlerinnen und Künstler, die noch kein finanzielles Polster haben, um sich mit Raubkopien auseinandersetzen zu können. Und es geht darum, dass sie in jungen Jahren die Chance haben, den gerechten Lohn für ihre Leistung zu bekommen. Also ich habe mir was überlegt, wie man junge Künstler fördern könnte, was vielleicht viel, viel besser ist, als Raubkopien versuchen zu verbieten, weil das eh nicht klappt. Vielleicht klappt es ja viel eher, das Vergessen zu verbieten. Ein Gesetz zu machen, dass das Vergessen verboten wird. So könnte man vielleicht Monroes retten, wenn das Vergessen verboten ist. Vielleicht. Ja, so machen wir das.